Yo, servus Leute und damit herzlich willkommen zum nächsten Teil von NBA 2K19 My Career. Heute geht's weiter mit dem nächsten Teil. Wir werden heute das Spiel in der NBA spielen. Unser erstes Spiel in der NBA für die LA Lakers. Wir haben es ja geschafft. Wir wurden für ein Spiel in den Kader berufen und haben jetzt die Chance, uns zu beweisen gegen niemand geringeren als Marcus Young, der uns im letzten Video ja verraten hat. Also er wollte, dass wir ihm die Bälle zuspielen, er wollte, dass wir ihn gut aussehen lassen und er hat es dann schlussendlich in die NBA geschafft und wir haben es nicht geschafft. Deswegen wollen wir ihm heute beweisen, dass wir besser sind, dass wir mehr verdient haben und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Spiel. Das Ziel des Spiels ist es, eben Marcus Young und die Spurs zu schlagen. Wie gesagt, die Lakers brauchen definitiv einen Sieg, um den achten Playoff-Spot sich zu sichern. Also müssen wir auf jeden Fall gut spielen, um den Sieg zu holen und wir müssen beweisen, dass wir in die Liga gehören, indem wir eine Mitspielernote von B+ oder besser holen. Also wir sollten auf jeden Fall den Ball gut rotieren lassen, uns auf sichere Würfe konzentrieren und ich würde sagen, wir legen los. Like Marcus. Please. Enjoy your first and last game in the league, chump. Wir werden es ihm definitiv beweisen. Wir werden ihm definitiv beweisen, dass wir in die Liga gehören und den Platz auf jeden Fall verdient haben. Da holen wir uns direkt mal den ersten Block nach einem Pass von Marcus Smart. Ganz, ganz wichtig. Sehr, sehr wichtig, gleich gut reinzukommen ins erste Spiel, gleich mal ein paar gute Aktionen zu haben. Und Harris direkt mal mit den ersten Punkten. 2-0. Und wir sind tatsächlich sogar in der Startelf. Damit habe ich nicht gerechnet, weil wir Small Forward sind. Und das ist eigentlich die Position von LeBron James natürlich diese Saison. Scheinbar ist der irgendwie verletzt oder so. Keine Ahnung, was da los ist. Jawohl. Ja, da macht Marcus Young die Punkte und kriegt noch den Freiwurf, also nicht ganz so gut. The Spurs shooting their first free throw of the game. And taking a look at the numbers on the season, they've converted about 77% of those foul shots. Now here is Harris. A 20-point game for him in the win against the Clippers in Los Angeles. Felt like he also was prepared. Wir nehmen den Dreier. Schade. Position war gut eigentlich. Leider ein bisschen aus der Drehung geworfen. Following the 3-point attempt by AI. Spurs working the ball around now. Shots good from Young. This is how much Young believes in his game. Fantastic at shooting when he feels like he's in a rhythm. And Danny Green, a terrific shooter who also, Greg, happens to give you great production on defense. Yeah, and I have to say, Green's probably alone in history with his shooting and defense. Only player to ever have six or more seasons with at least a box. Sei Thomas mit dem Dreierversuch. Ja, und Young trifft natürlich alles, also läuft noch nicht ganz so gut bisher. And we've got an update here, so let's catch up with David Aldridge. Well, I caught up with Greg Popovich. Ja, da werden wir geblockt. Ärgerlich. Gibt natürlich erstmal ein paar Minuspunkte, das soll man verhindern. Missing the open man, getting baited into taking bad shots. He feels at their best, they have to have high percentage scoring opportunities and finish strong. Kevin? Thanks, David. And guys, how will they go about getting their shooting percentage where coach wants it to be? Well, what you always see is that a high assist rate leads to a good field goal percentage. So that's essential for unselfish play. Now you nailed it, GA. If you don't get good passing out there, you're not going to get great shooting. So that will be a huge determining factor in this one. Look
looking at who's out there now for the Lakers. Julius Randle's checked in for Kyle Kuzma. And it's Lonzo Ball in for Isaiah Thomas. Pretty consistent. The margin of victory. First quarter of basketball, just over 2.5 minutes play. Ball, the pass to AI. Lopez dishes to AI. Lopez kicks to Ball. Pass to Randle. 5 to shoot. Will it go? Jawohl, Randle macht die Punkte. Wichtig. Brent, for as long as Coach Popovich has been at the top of this game, what really is there left to say? I don't think there's much more you say on a professional level, but there's a lot to be said about the compassion and the things that Pop has done on a personal level for years. Komm schon. Ah. Mist. Der war wichtig. Wäre wichtig gewesen, die Punkte. The interesting thing for Pop the last couple of years is just how outspoken he's been in terms of. Bin ich leider noch nicht schnell genug. Not just around the NBA, but around our nation and some of the statements he's made that have garnered a lot of political attention. Greg Popovich not afraid to express some of the things that maybe deep down we all believe in. And here's AI after Marcus Young made that last three-pointer. Lopez a screen. Back to Harris. Jawohl, gutes Raumspiel. Wunderbar. Guter Pass von Lonzo Ball auf Corey Harris. Now here's Murray. He's been patient so far, nothing yet on the scoreboard. Gay passes to Young. And misses it off the right side of the rim. No doubt disappointed with that one. He'd love to have that one back. Jawohl, let's go. Stark. Just need a better result next time. Yeah, just solid work on the back end of that play. Yep, you're right. Finish hard with two hands on that stuff. Here's Young following the bucket by the Lakers. He gets it in there. Young's Young hätte ich gerne geblockt. Well, the O looks unstoppable tonight, especially because of that guy. He's just torching them. Randle kicks the ball. Pass to AI. Al Randle defended by Anderson. Lopez a screen. Here's Ball. A putback. Ah, der Putback von Lopez leider geblockt worden. It's Young on the wing. He's coming off a 16-point game against New Orleans. From about 16. Jawohl. 6 Punkte Rückstand nach dem ersten Viertel. Ist also noch alles drin, würde ich mal sagen. And being a smaller player is a challenge, but Isaiah Thomas always confident attacking the lane. I just go in there. I've been doing it since I was a little boy. Like, I've always been the smallest guy out there, but when I get on the court, I feel like I don't. Thomas brings it's a completely new group for Los Angeles. So, wir werden wieder eingewechselt. 5 Punkte Rückstand. Sind also etwas rangekommen und kriegen unseren ersten Assist leider nicht. Aber Lopez macht die Punkte auch nicht. Die wären wichtig gewesen. Jeder Punkt ist natürlich wichtig. On the court right now for the Spurs. Inside it's the veterans, Aldridge and Gasol. Young is out there with Green, and it's Anderson in at the three spot. Now let's go to the sideline and catch up with our Hall of Famer, David Aldridge. Well, guys, we see new players coming into prominence for the San Antonio Spurs. Now, Greg Popovich gives his veterans credit for accepting it gracefully and helping the young guys be successful. He says it's a tribute to their character and awareness. Kevin? They certainly have established a great culture in San Antonio. Really something. DA, thank you. Ah, schade. And they're controlling the boards, Kevin. That's plus 5 in that category. Green kicks to Anderson. Outside Gasol. From outside the arc. And it's out of bounds. Last touch by Aldridge. Some turnovers necessary. That one, not so much. 110 left now here in the second. Guys, they're looking for a way to score here. Yeah, they've had a tough time taking the lid off.
Nice ball movement here by the Lakers. AI sets a screen for Thomas. AI outside. Komm schon. Ah, da fällt noch nichts. Fällt noch nichts. Passes it to Young. Back to Green. Here's Aldridge. Corey Harris with the rebound. 6 second difference between the shot and game play. Inside and stolen by Aldridge. Kein guter Pass. Here's Young. 13 points in the game. Shot clock at 6. They kick it out to Green. Over Harris. No good on that last second attempt there. Und damit gehen wir in die Halbzeit mit einem 7-Punkte-Rückstand. Läuft noch nicht ganz optimal, wenn wir die Playoffs erreichen wollen. Also muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen Gas geben, Bälle gut verteilen und dann gehe ich optimistisch in die zweite Halbzeit. Wir werden es auf jeden Fall noch packen. Jawohl, guter Block von uns. Nutzt Isaiah Thomas aus. Then it's Brook Lopez and it's Harris in at the two spot. Sind wir auf 5 dran. As we begin the second half. And it's Brook Lopez with the foul. That's foul number 2 for him. For a long time the answer always seemed to be LeBron James, but it seems fair to ask now, who is the best single player in the NBA? In your opinion, LeBron James. Komm, fast break. Es müssen unsere ersten NBA-Punkte sein und da sind sie auch, unsere ersten NBA-Punkte sind da. 20% Field Goals ist natürlich nicht überragend, also wir haben schon ein paar Würfel genommen. Jetzt war es auf jeden Fall mal wichtig, die ersten zu machen. LeBron James is still the man in the NBA. Lopez with the steal, and it's the Lakers on the Komm, Thomas, jawohl. Holen wir uns den ersten Assist auch noch dazu. Jetzt läuft's auf jeden Fall. Jetzt müssen wir dranbleiben. Wir sind nur noch ein Punkt im Rückstand. Young, a screen on Harris. Green passes to Gasol. There's the dish to Young. The kick out to Anderson. Aldridge is screen. Down low. Great D that time. Jawohl, da haben wir gut verteidigt. Corey Harris, a star player in college, a very polished product when he came into the NBA. And he just looks like a natural leader out there on the floor. Harris quickly becoming, Greg, one of the bigger names and stars in the NBA. I know this team was simply ecstatic to land him on draft day, and he's a big part of their future. Young outside. Aldridge a screen. Gasol a screen on Harris. Green. Oh, and he plucks it off the glass. Wow. A three from Anderson. Ah, ärgerlich. Da war ich schon etwas zu früh, bin ich zu früh in die Offensive gegangen und ermögliche ihm den Freidreier. So was darf nicht passieren natürlich. So, wir kommen wieder rein im dritten Viertel mit 30 Sekunden auf der Uhr. Wir sind 3 Punkte zurück, haben 2 Freiwürfe, wie es aussieht. Hart an der Linie. Wichtig auf jeden Fall, wenn wir jetzt die Punkte hier holen. Okay, den ersten hat er scheinbar schon gemacht. Also 2 Punkte Rückstand. Jetzt heißt es, gute Defense spielen, den Angriff hier verteidigen. Und dann haben wir die Chance, noch ein paar Punkte zu machen und vielleicht sogar einen Ausgleich zu holen in dem Viertel. Jawohl, unser Ball mit dem Steal. Und da sind die Punkte plus das Foul. Jawohl, sehr, sehr nice und wir kriegen den Assist. Richtig nice gemacht. Und damit sind wir in Führung. 40 zu 39. Es dürfte das erste Mal in dem Spiel sein, dass wir in Führung sind. Jetzt kommt Young mit dem Buzzerbeater-Versuch. Klappt Gott sei Dank nicht. Damit gehen wir mit einer Ein-Punkte-Führung ins letzte Viertel. Komm schon, wir packen das. Because I love
this pass. Such a great dish. That's what I call court vision. Well, a great job. Und wir kriegen sogar den Assist of the Game. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall mal eine schöne Auszeichnung fürs erste NBA-Spiel. Und jetzt geht's weiter. 5 Minuten noch zu spielen. 1 Punkt Führung. Well, it was the San Antonio Spurs in their last game, a loss to the Pelicans. On the floor for San Antonio, starting the fourth quarter. Young is out there with Murray. Then it's Pau Gasol. Then there's Kyle Anderson. And it's Gay in a power forward. Well executed. Great rhythm. You've got to finish that one. Well, it's like Thanksgiving out there. Ja, der Dreierversuch war nicht ganz so gut. Jetzt müssen wir schnell in die Defense zurück. But he gets the call and will shoot two. That's on Brook Lopez. And when Gay is locked in, he's special. An efficient scorer who can effortlessly take over games. Rudy Gay, not really the focal point of an offense at this stage of his career. And really benefited for coming in off the bench and playing minutes against a lot of teams' secondary units who didn't have guys capable of guarding him. So ah, schade. Brook Lopez, der Pass sollte eigentlich gar nicht zu Brook Lopez. Da habe ich falsche Taste gedrückt. And Anderson kicks to Gasol. Screened by Young for a three. Murray rebounded by the Lakers. It's AI on the wing, defended by Anderson. The pass to Thomas. And here's AI. He's covered by und wir ziehen das Foul, gehen an die Linie und jetzt heißt es hoffen, dass wir diesmal die Freiwürfe reinmachen. Meine Freiwürfe sind ja noch nicht ganz so stark. Aber wir gehen zum ersten Mal in der NBA an die Linie nach dem Foul hier. Und es sind auf jeden Fall schon mal wichtige Freiwürfe jetzt. Wir haben noch 3,52, aber zumindest ein Ausgleich wäre sehr, sehr wichtig. Erster springt leider raus. Zweiter Freiwurf. Ah, der geht rein, immerhin. Wir bleiben bei unserer 50%-Quote bisher. And find talent. They've both done this at the highest level and are trying to be emulated by most every other team in the league. He kicks it to Gasol. A pass to Gay. The shot misses. A highlight reel play all the way. Just can't connect. Man, what a missed opportunity there. Really just came down to some poor timing. And he drops in the layup off the glass. Gay's got 4 points in the quarter. And what's really amazing about Popovich, how well he does each aspect of each job. Well, he's a terrific talent evaluator. He trusts the opinions of the guys who have gone out and done the scouting and the type of player and the type of character that they're going to bring in. It's a full collaborative effort. And then once they're in the fold for San Randall, they do such a great job of developing the players to fit their very intricate X's and O's schemes. And it's slammed in by Young. Timeout. 4 Punkte Rückstand. 2:48 noch. Es wird eng. Es wird schwierig. Alright, everybody, huddle up, huddle up, huddle up. Hey, keep it tight. Don't let up on Marcus. You got that? Yeah, we clear. I understand. Alright, man. Now look, let's bring this W home. Bring it in. Let's do it. Ready? Great! Kyle Kuzma's checked in for Julius Randle. Auf geht's, wir packen das. 2:48. Lakers trail by 4. Outside Thomas. Here's the 3. Komm. The rebound by Anderson. The Spurs have gone 2 for 5 on field goal attempts in the fourth quarter. Good looking screen by Gasol. Young passes to Green. Gasol, a screen on Harris. Oh, that's the steal. Come, 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 come. Just 5 to shoot. Schade, fast der Steal. Aber das ist kein guter Wurf. Aber sie kriegen den Offensiv-Rebound. Green, the screen. A floater, a nice shot. Ja, der Floater geht rein. And the Spurs lead by 6. Anderson's inside game, reminiscent of an old teammate of his, Boris Diaw, patient in the post around the rim. Thomas passes to AI to the left wing.
Ja, das war schlecht. Dafür holen wir uns den Block. Auf geht's. Ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Es sei Thomas mit dem Dreier. Und wir sind wieder dran auf drei. Das tut weh. Das tut weh. Marcus Young macht die Punkte plus das Foul. Ja, solche müssen halt jetzt rein. Ah, das Foul war unnötig. Ich wollte nur den Ball holen. Such an important contributor to his team's success over the years. It's amazing that Green was a second round pick and coming out of a big school at that. Time running out for the Lakers. Lopez, a screen on Young. Thomas goes in, ejected by Young. Jawohl, Lopez. Komm schon, 6 Punkte Rückstand. Das wird schwer, aber es ist noch möglich. Komm, da ist der Steal von Corey Harris. Auf geht's. Yeah, but you still gotta play this one out. Near impossible, but I've seen stranger things happen. Back to Thomas. Komm, Thomas. Let's go. 3 Punkte noch. Auf geht's. 34 Sekunden. Jetzt verteidigen. Jetzt müssen wir das Ding verteidigen. Und dann werden wir den letzten Wurf noch kriegen. Sie kriegen den Rebound und damit müssen wir jetzt foulen. Und damit ist die Führung bzw. der knappe Rückstand wieder weg. Und wir sind wieder mit 5 Punkten hinten. Es wird sehr, sehr schwierig. Es wird wirklich fast unmöglich, das jetzt noch zu schaffen. Komm, Corey Harris. Der hätte reingemusst. Der hätte wirklich reingemusst von Corey Harris. Da hätte man noch eine Chance gehabt. Jetzt wird's unmöglich. An accomplished shooter with plenty of confidence. Young is a dominant talent and he knows it. AI outside, Thomas outside. That shot off. And so it's San Antonio with the win. They seem to relish their role as the bad guy here tonight. Yeah, you know, Kevin, I sense that as well. I mean, they really did feed off all of that negative energy. Hey, Big Tooney, you made it. I didn't think I'd see you here. I'm here as a fan, not as a scout. Had a good game, kid. Thank you. So, what you think? Am I running yet? It's just the beginning. You have a lot of teams to choose from this summer. I'll make sure. Welcome to the NBA. Thank you. Thank you. So, wir sind in der Free Agency, also wir haben es leider nicht geschafft in die Playoffs. Ihr habt es gesehen, das Spiel, es war sehr, sehr knapp. Wir haben allerdings ganz gut gespielt, fand ich, dafür, dass es Schwierigkeit Hall of Fame ist, wie ich gesehen habe. Also die schwierigste Schwierigkeit, die es gibt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es die höchste ist, All-Star oder Hall of Fame. Ich glaube, Hall of Fame ist die schwierigste Stufe, die es hier gibt. Ich weiß nicht, ob das standardmäßig so eingestellt ist. Ich bin mir da jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, aber dafür haben wir uns doch ganz gut verkauft, finde ich.
Und wir können uns jetzt hier ein Team auswählen und mit denen einen Vertrag verhandeln. Hier haben wir von jedem Team eine Option bekommen. Und zwar sind die Cleveland Cavaliers am meisten interessiert an uns. Die bieten uns 18 Minuten und ja 970 Gehalt, also 970 VC pro Spiel bekommen wir dort und sind Schlüsselbankspieler. Also das heißt, wir kommen von der Bank, sind aber ein Schlüsselspieler fürs Team und bekommen auch ordentlich Minuten. Das gleiche gilt eigentlich auch für die Bucks, die Pelicans und so weiter. Und ab hier unten sind wir dann nur noch Rotationsspieler, also für die Knicks, die Kings, die Nets, die Clippers und so weiter. Sind das alles nur noch richtig unnötige, schlechte Verträge, die uns eigentlich in unserer Karriere nicht viel bringen. Von daher würde ich mal sagen, wir gehen tatsächlich mal zu den Cleveland Cavaliers. Die haben ja jetzt LeBron James verloren, brauchen also einen guten Small Forward. Und ja, vielleicht können wir diese Rolle früher oder später mal bei den Cavaliers einnehmen. Das wäre sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, das ist auch das beste Angebot, was wir hier haben. Und ich würde sagen, wir verhandeln mal unseren Vertrag mit den Cleveland Cavaliers. Ja, danke für das Gespräch. Die Cavaliers sind definitiv an Ihnen interessiert. Danke, ich habe echt hart gearbeitet, nur um irgendwo wenigstens eine Chance zu bekommen. Und genau das wollen wir Ihnen bieten. Wir haben gesehen, dass, was Sie im letzten Spiel der regulären Saison geleistet haben und wir glauben, dass Sie sich einen Platz in der Liga verdient haben. Sehr, sehr nice, vielen Dank. Freut mich zu hören. Ich glaube zwar, dass ich diese Offseason viele Optionen habe, aber ich würde sehr gerne Ihr Angebot hören. Dann kommen wir gleich zur Sache. Hier sind die Details. So, ich bin mal gespannt, was die genauen Details sind von diesem Vertrag. Wir drücken mal auf Weiter. Also, wir bekommen Angebot, wie schon erwartet eigentlich. 970 pro Spiel, 18 Minuten. Einmal Bonus, weiß ich nicht genau, was der Bonus sein wird, aber 3-Jahres-Vertrag bei den Cavaliers. Ich denke mal, es ist ein richtig gutes Angebot. Ich bin mir auch nicht sicher, was jetzt passieren würde, wenn ich ein Gegenangebot machen würde, ob das jetzt so viel Sinn macht in meiner Situation. Ich denke mal aber, das ist ein sehr, sehr starkes Angebot und von daher nehme ich das jetzt einfach mal direkt an. Und ja, wir haben einen Deal. Es war eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nicht viele Spieler haben die Geduld oder das Know-how, diese Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Respekt. Ja, wir hoffen einfach mal, dass wir jetzt nicht hier irgendwie über den Tisch gezogen worden und der Vertrag auch ordentlich ist. Also drücken wir mal auf Weiter und ja, sind wahrscheinlich jetzt Mitglied der Cleveland Cavaliers. Sehr, sehr nice. What it do, youngin? Hey, appreciate you meeting with me. Yeah, you can thank my agent for that. Yeah? He happened to mention why I wanted to sit down? Nah, you know, just told me to keep an open mind. So when you moving to a new spot? Oh, you know, a couple weeks back. I still remember my first check, man. Had the little Knicks logo on the top corner. Next day, I went out and bought me a watch or a Frosty. 3 weeks later, on the road in Miami, hit up Mansion Post game, and the next morning, woke up. Two and a large, gone. You heard her insurance? I thought I was gonna play forever. Like Vince Carter, collecting a paycheck and a pension. Last thing I remember was James Harden's grin. He hit me with that half cross, half carry thing he likes to do, and I'm waiting for the step back, and the next thing I see, black. Woke up in Cedars. Mama was sitting there with a Bible on her lap while the doctor told her that I had hypertrophic cardiomyopathy. Means my heart muscles were so swollen, the blood couldn't pass through no more. Doctor told me I couldn't never play ball again. It's the worst day of my life. The hoop was my identity, man. It was my reason. After that, man, I just spun out, you know? People try to reach out, you know, all the dudes from around the league that you'd expect. Oh, try to make me feel better, but I wasn't hearing them. It wasn't long before I was back in my mama's crib in Jersey. Same single bed, flat broke. It's amazing how quick the cheese melts. The humbling comes for us all. Matter of fact, I still remember the first time I saw you playing the Dyke as a freshman. So cocky, you'd make LeVar Ball blush.
So that's why you took my ankles, huh? Man, I remember. People still send me gifts of that. That's why you so salty, huh? Man, you are competitive. Hey. I get it. No one likes to clown it. Man, the reason I did that, though, man, you was out there stealing my shine, man. I couldn't just relinquish the crown, man. It's Dykeman. I know, man. They never let you forget. Right? Man. So we good? Yeah, man, we good. All right. See, the real reason I'm here, man, I want to manage you. Oh, okay. Look, Matt, have you ever managed anyone? I mean, technically, you're the first player I've ever even approached about this. But wait. You know, the last few years, I was coaching AAU, and I was finishing up my finance degree. You know, I've been paying my dues. Look, I don't know, man. Like, what's an undrafted free agent even need with a manager? You know, agent and lawyer got me covered. No. Listen, they're deal makers. I handle the day-to-day. I'm talking media, endorsements. For instance, how much you paying for this crib, huh? I don't know, six. Six. It's a new apartment building over on Park that's willing to let you live there rent-free if you just mention them on social media. I got a car dealership and a furniture warehouse that's willing to do the same thing. That's a new crib and a new car gratis. I mean, it might not be glamorous, but listen, you gotta think about this. Do you want to be the kid with the frosty wrists? Or the one with the diversified portfolio, huh? Look, our paths wouldn't even pass a sobriety test. But we made it back. We survivors, the real ones. Just imagine what we could do together, man. That's all I'm asking. Just imagine it, man. Hey, you know what? I don't have to think about it. I'm in. So, damit haben wir jetzt auch einen Manager am Start. Wir sind bei den Cleveland Cavaliers gesigned für die nächste Saison. Ich bin echt mal gespannt, wann es dort losgeht, was in den kommenden Tagen so passieren wird. Ich werde versuchen, jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage immer 2 Videos pro Tag zur Story, zu der My Career rauszuhauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Sollen die Videos so diese Länge haben wie heute oder sollen sie eher etwas kürzer sein? Ihr habt ja selber gesehen, die Inhalte sind doch etwas ausführlicher, vor allem diese Dialoge. Also es wird wahrscheinlich immer etwas länger sein, die Videos, als die normalen FIFA-Videos beispielsweise. Also schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder zu NBA 2K19. Macht's gut, bis dahin, euer Jules. Haut rein!